Es soll zum nächsten Kopfhörerpaar gehen mit euch gemeinsam. Und zwar will ich mich jetzt mit euch über ja, die Beigaben unterhalten, die bisher zumindest bei Samsung Smartphones gang und gäbe waren. Das war nämlich so ein Kopfhörer, wie man das so kennt, von der Bauart her. Und wenn ich den mal ganz, ganz kurz so mit euch mir anhöre. Dann weiß man, warum man irgendwann bei Samsung gesagt hat, wenn man schon gute Smartphones baut, dann sollte man das hier vielleicht sich komplett sparen. Und das hat man sich gespart. Und so hat man sich nicht nur eine Firma gekauft, die Firma AKG, sondern man hat mit diesen Leuten gemeinschaftlich auch einen Kopfhörer produziert und den neueren Telefon, ich glaube ab S8, beigelegt, ja, die sich durchaus zumindest von sich etwas sagen können. Sie sind anders als die anderen, nämlich nicht mehr nur die bloßen, einfacheren Beigaben, wie man sie kennt, sondern durchaus anspruchsvoller. Und wie heißt dieser Kopfhörertyp? Das ist AKG EO Strich IG 955 und ich glaube das B für schwarz oder dunkel, keine Ahnung, je nachdem, wie man das sieht und wie das da sonst noch produziert wurde. Diese Kopfhörer sehen nicht nur anders aus, sie sind durchaus in ihrer ganzen Ausführung durchaus auch praktisch. Ich meine das wirklich so, wie ich sage. Man sieht natürlich, dass es Standard ist. Das ist nicht der Punkt. Das sind nur nicht die Edelkopfhörer. Wenn man sich das hier so anguckt, das hier Lüftungsschlitze, ach nein, das sind Schallöffnungen, wie ich hier gerade sehe. Ich habe mich hier gerade gewundert, was da so für eine Öffnung drin ist. Ist da irgendwas nicht richtig geschweißt worden? Aber nein, nein, das ist alles so, wie es hier aussieht, alles richtig ausgeführt. Auch die Polster sind hier sehr, sehr gut gemacht. Es ist alles ein bisschen auch nach vorne gerichtet, wenn man die einsetzt. Das sieht gut aus. Das Kabel ist so ein bisschen geflochten. Also so ein bisschen gummiartig auch gemacht. Hier dieser Verteiler wieder so als Ringform, das ist, dass man das ein bisschen nach oben ziehen kann. Und die Fernbedienung mit Annahmeknopf. Und lauter und leiser, na, da ist man doch da, wo man hin will. Hervorragend. Hier wieder dieser Mikrofonschlitz, den man da so ein bisschen sehen kann. Also im Grunde, das ist erstmal eine vernünftige Ausstattung. Das hier ist so ein bisschen gummiert, dieser erste Teil. Und der zweite, der ist dann so, hat so ein bisschen was von Schnürsenkel. Also er ist mit so einem Stoff überzogen, so dass das auch ein bisschen stabiler ist und ein bisschen mehr aushalten kann. Wirklich mal eben nicht der typische Standard, sondern ein Kopfhörer, den ich erstmal so als Beigabe zumindest für vorteilhaft halte. Jetzt gucke ich mal nach, wo ich hier rechts und links habe. Ah, hier ist ein L ganz schwach eingesetzt oder eingeprägt. So, will ich mal sehen, ob man das so hier reinmachen kann. Ja, so könnte es wahrscheinlich gehen. Das andere soll es dann auch sein. Da kann man dann auch noch logischerweise entsprechend andere Pads draufsetzen. Ich weiß gar nicht, wie viel dabei sind, aber das ist erstmal das so zweitrangig. Sind auch nicht so riesig, durchaus gut gemacht. Und jetzt will ich mal mit euch gemeinsam etwas Musik hören. Ich bleib mal dabei. Weil es sich gut macht, mal dieselbe Musik zu hören, die ich jetzt auch vorhin schon hier eingeschaltet hatte. Und wir achten wieder auf dieselben Dinge. Bass, Klavier, Stimme und Saxophon. So I
Gehen wir auch mal ein bisschen zurück. Mal ein bisschen zurückgehen zum ganz ersten Titel. Den wollte ich gerade vorspulen und bin im nächsten gelandet. Hier erstmal recht dünn. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche. Der Bass schwingt sehr dezent, aber souverän mit. Er ist nicht in der absoluten Tiefe, aber er ist da und er geht auch nicht in irgendeiner Form auf die Nerven. Also der kann ruhig schwingen und schwingen und schwingen oder zumindest präsent sein und der ist in Ordnung. Ich weiß, wo der hin will und den Rest kann ich mir auch denken. Die Stimme übrigens kommt gut heraus, souverän. Ich kann die Frau sehr gut hier wahrnehmen. Es klingt hell und doch recht klar. Geht weiter. Also auch hier ist zu spüren, die Stimme natürlich in gewisser Weise auch recht dünn, denn die Stimme ist nicht dünn, weil ich mir das schon mit anderen Kopfhörern angehört habe. Die Stimme ist eine relativ volle und durchaus klare, kraftvolle Stimme. Hier merkt man diese etwas tieferen Anteile nicht, sodass die Stimme ein Stückchen weit abgeschnitten wird und uns nur die wichtigsten Informationen der Melodie überliefert werden. Das finde ich hier sehr, sehr schade. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz eins versuchen und auch so in eurem Beisein mit dem Equalizer noch mal vielleicht ein Stückchen weit nachzuregeln, denn ich meine, dass die Kopfhörer durchaus der Größe entsprechend, der Bauart entsprechend, ein bisschen mehr drauf haben könnten. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirar mientras ojos verde junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Ja, also soweit erstmal zum Thema Hören. Im Unterschied zu dem, was man bisher mitgegeben hat, hat man sich hier wahrlich Gedanken gemacht. Man hat hier den Leuten etwas mitgegeben, und zwar der Masse der Leute, etwas mitgegeben, was nun endlich Klang hat, was man nun endlich auch verändern kann, woran man Geschmack finden kann, wo man sich an einen guten Klang endlich gewöhnt und die Leute vielleicht wieder ein Stückchen weit wegbringt vom nur einfachsten MP3-Klang, vielleicht hin auch zu einem Anspruch. Und der Anspruch, der dann wiederum sagt, Mensch, jetzt habe ich solche guten Kopfhörer, wie klingen eigentlich die anderen, die nächsten, noch besseren guten Kopfhörer? Und da ist, glaube ich, hat AKG hier wirklich einen guten, sehr guten Schritt gemacht. Also ich achte diese Kopfhörer, obwohl sie hier auch nicht viel verbaut haben. Ich weiß nicht, es wird hier wahrscheinlich ein dynamischer Treiber sein, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Aber der wird offenkundig so gut gebaut sein, dass man hier eine ganze Menge Frequenzumfang mit eingefangen hat und den Leuten einen Klang bietet, den man sonst als Mitgabe eigentlich nicht bekommt. Also hier sage ich immer wieder nur noch mal als Vergleich, was man den Leuten bisher so als sogenanntes Samsung hier präsentierte, war große, große Trauer. Und was man hier zusammen mit AKG gemacht hat, ist, meine ich, gelungen. Dafür, dass es ein Standard-Mitgabe-Kopfhörer ist, ist das nun wirklich eine
extra große Klasse in meinen Augen. Und Ohren. Natürlich nicht mit den Stärken, die wir kennen, von den ganzen tollen, wirklich schönsten Kopfhörern, die wir hier schon vorgestellt haben. Nein, nicht vergleichbar. Aber für mich eine Kategorie, die es zu achten gilt. Und wer diese Kopfhörer hat, sollte zunächst glücklich sein, sollte sich da hineinhören, sollte alles Mögliche probieren. Bis hin, ich sag's auch, also bis hin zu guter, bassreicher Musik, wo er nicht beginnt zu dröhnen, was er aushalten kann, was er trotzdem darstellt, wo man auch stimmliche Sequenzen sehr gut wahrnehmen kann, wo man sogar mal in klassische Musik mit sich mal anhören kann, bis hin zu irgendwelchen sphärischen Klängen. Dafür, das ist eine Art Allround-Kopfhörer mit den bekannten Schwächen, aber mit den großen Stärken, die seine Vorgänger niemals hatten und die es jetzt, wie ich meine, zu genießen gilt. Also insofern sind diese AKG Samsung-Kopfhörer, wie ich meine, ein Sternchen wert, weil sie eben jeden, der sich so ein Smartphone kauft, mitgegeben werden. Und immer schön darauf achten, mir geht es auch um den direkten Vergleich zu den Vorgänger-Kopfhörern. Denn das, was man sich damals leistete bei den sogenannten großen Marken überhaupt, war zum Lachen. Und Samsung macht nun also hier Apple große Konkurrenz und zeigt, wo hier durchaus der Haken hängt. Und ich meine, dass der recht hoch hängt. Also insofern großes Lob an Samsung, großes Lob an AKG. Die beiden gehören ja zusammen. Aber so sollte es künftig auch funktionieren. Wenn man teure, beste Smartphones baut, dann bitte legt auch vernünftige Kopfhörer dazu. Immer noch ein Stückchen drauflegen, dass man weiß, hier lohnt es sich, auch mal Musik zu hören und zu genießen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.